Die U19 ist das Sprungbrett in die Bundesliga. In dem Alter entscheidet es sich meistens, reicht es wirklich für die ganz große Karriere oder muss man etwas kleinere Brötchen backen? Lasst uns jetzt mal die Jugendarbeit analysieren. Es gibt ja sogar die Kritik, die U19-Bundesliga sei die am meisten überschätzte Liga weltweit. Wieso? Klären wir jetzt. Eins vorneweg, vor kurzem bin ich beim Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen gewesen. Dort spielen jedes Jahr die besten U19-Talente und dachte ich, die Chance mit den Trainern von Borussia Mönchengladbach, also Sascha Eickel, Eintracht Frankfurt, das ist Andreas Ibertsberger, RB Leipzig, Alexander Blessin und dem VfB Stuttgart Nico Willig zu reden. Was sie gesagt haben, seht ihr hier im Video. Jetzt aber erstmal die Frage, kennt ihr den Relative Age Effekt? Seit über 20 Jahren kennt man den in der Jugendarbeit und trotzdem bekommt ihn keiner so richtig in den Griff. Mal so ganz simpel erklärt, Talente, die im Januar geboren sind, haben eine größere Chance, Profi zu werden, als ein Kind mit einem Geburtstag im zum Beispiel Dezember. 2014 gab es eine große Studie. Circa 1700 Nachwuchsspieler wurden da analysiert, von der U8 bis zur U19. Das Ergebnis, mehr als drei Viertel der Talente haben im ersten halben Jahr Geburtstag und weniger als 10% sind im letzten Quartal geboren worden. Das ist krass, oder? Fußball ist halt ein körperbetonter Sport. Es gibt sehr viele Zweikämpfe und wer kräftig ist, hat einen Vorteil. In der Jugend entwickelt sich der Körper, logisch, man wächst halt noch. Und je älter man ist, desto weiter ist halt der Körper. Spieler, die kleiner oder schmächtiger sind, werden deshalb oft aussortiert. Ein halbes Jahr macht da oft einen richtig großen Unterschied. Blickt man deshalb mal auf Borussia Mönchengladbach. In der U19 spielen aktuell zwei Jahrgänge, 2001 und 2002. Da versucht man eine Lösung für diesen Relative Age Effekt zu finden. Ja, also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir einen klaren Grundsatz haben, dass wir sagen, wenn ein junger Spieler mit der gleichen aktuellen Leistungsfähigkeit, einer besseren Talentprognose, wird er dann eingesetzt. Er bekommt Spielzeit und das ist, glaube ich, das wesentliche Kriterium, um deutlich zu machen, dass es eine Situation gibt, dass es unabhängig davon ist, ob ein Spieler jünger ist als der andere oder im ersten Quartal geboren ist. Sprich, man schaut nicht auf den Fakt kurzfristig, wer ist aktuell am besten, sondern langfristig, wer hat das meiste Potenzial. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Schaut euch jetzt mal die Startaufstellung des letzten Spiels in der A-Junioren-Bundesliga an. Insgesamt vier Spieler sind da im zweiten Halbjahr geboren worden, unter anderem Kapitän Jordi Bongard. Merkt euch jetzt mal diesen Namen, das ist ein Innenverteidiger, 1,96 Meter groß und, jetzt gibt es eine kleine Prognose von mir, der könnte irgendwann mal in der Bundesliga kicken, das Potenzial hätte er definitiv. Trotzdem, der Kader ist sehr ungleich verteilt. Die meisten Spieler haben zwischen Januar und Juni Geburtstag. Beim DFB versucht man deshalb, die Spieler, die im zweiten Halbjahr Geburtstag haben, speziell zu fördern. Bei Sichtungsturnieren gibt es zum Beispiel in der U16 und U18 sogenannte Perspektivteams. Das Ziel, ein größerer Fokus soll auf sie gerichtet werden. Tja, da hat der DFB noch einen langen und vor allem steinigen Weg vor sich. Generell habe ich mich gefragt, ja gut, ab wann kann man denn sehen, ob es für ein Talent zum Profi reicht? Ja, und da habe ich einfach mal einen Ex-Profi gefragt. Klar, mit 17, 18, 19 Jahren, da zeichnet sich es dann schon langsam ab. Aber bei Talenten, die mit 14, 15 Jahren irgendwo entdeckt worden sind, heißt es noch lange nicht, dass so einer dann irgendwo auch noch in der U19 spielen wird. Das gibt es nicht. Auch in meinem Jahrgang früher, mich hatte man auch damals nicht so richtig auf dem Schirm. Da gab es andere. Und letzten Endes war es ich, der sich dann irgendwo durchgesetzt hat und seine Jahre auch mal in der Bundesliga auch zeigen durfte. Ja, Andreas Ibertsberger weiß natürlich, wovon er spricht. 81 Spiele in der Bundesliga hat er gemacht. Jetzt ist er bei Eintracht Frankfurt dort für die U19 zuständig und er weiß, wie hart es ist, dort den Durchbruch zu schaffen. Klar, jeder träumt davon, sein Hobby zum Beruf zu machen, aber eine Statistik zeigt, nur 3,5% der Talente von großen Clubs kriegen das am Ende auch hin. Für den Rest platzt dieser Traum. Ein Grund dafür ist der riesige Druck. Neben dem Fußballtraining muss jeder logischerweise in die Schule. Es ist brutal schwer, das alles unter einen Hut zu bekommen. In der U19 stehen ja für viele gerade das Abi an und da gibt es eine Lösung. Die Elite-Schulen des Fußballs. Circa 40 gibt es davon in Deutschland. Da koordiniert man für die Talente den Tag, damit die Belastung nicht ganz so groß ist. Oder eine Alternative ist, einfach als Verein selbst mit irgendeiner Privatschule zusammenzuarbeiten. So sieht es zum Beispiel beim VfB Stuttgart aus. Wir haben jetzt durch die Kooperation mit der Kolping-Schule eigentlich einen besseren Tagesablauf. Das heißt, die Jungs beginnen den Tag jetzt morgens in der Schule, werden von uns dann abgeholt um 11 Uhr zum Training und bleiben dann auch bei uns. Also die sparen sich jetzt Strecken. Das bedeutet, der Tag geht im Prinzip morgens 8.30 Uhr in der Schule los und der endet dann im Prinzip 19 Uhr bei uns beim Verein. Klingt trotzdem nach einem brutalen Tag, oder?
Um wirklich Profi zu werden, muss man auf sehr viele Dinge verzichten. Keine Party machen, nie saufen gehen, jede freie Minute wird für diesen Traum geopfert. Ablenken davon kann aber auf jeden Fall Social Media. Die Talente sind mittlerweile schon kleine Stars. Immer mehr Augen schauen auf sie. Youssoufa Moukoko von der U19 des BVB hat ja über 400.000 Follower auf Insta. Falls ihr mehr über ihn wissen wollt, oben im i ist ein Video verlinkt, schaut euch das gerne mal an. Logisch, in den sozialen Medien kann man in sehr viele Fettnäpfchen treten. Interner auszuplaudern ist zum Beispiel ein absolutes No-Go. Man muss sich immer professionell verhalten, egal wie alt man ist. Der Fokus soll auf Fußball liegen. Die Vereine helfen da auf den Talenten und jetzt mal ehrlich, für viele ist das Handy mittlerweile der beste Freund. Auch für mich, ich hänge den ganzen Tag dran. Und Jungs, das posten gefühlt ihren gesamten Alltag. Da frage ich mich, ja gut, muss man das irgendwie regulieren, beziehungsweise hilft da vielleicht sogar ein Handyverbot in der Kabine? Beim VfB sagt man, nee, ganz im Gegenteil. Es ist doch genauso bei mir. Ich habe genauso mein Handy in der Hand und schaue genauso, was soll ich sehen dann, also auch in meiner Trainerkabine schaue ich drauf. Warum soll ich es denen in der Mannschaftskabine verbieten? Und dann musst du einfach auch ein Gefühl dafür entwickeln, bei den Spielern, dass es mehr Spaß macht, als Gruppe in der Kabine zu leben und dass es mehr Fun macht, als in ein Handy reinzuschauen. Und dass eine Kabine ein sehr, sehr guter Ort ist, um viel zu lachen. Wenn das eine Mannschaft als Bewusstsein entwickelt, dann ist das Handy gar nicht mehr so interessant. Tja, so ganz nach dem Motto, 11 Freunde müsst ihr sein. Kommen wir jetzt mal zu einem anderen Punkt. Was ich immer wieder lese ist, es fehlen sogenannte Typen im Fußball. Jemand, der Verantwortung übernimmt, mal das Team aufweckt oder auch draufhaut, wenn es sein muss. Das ist tatsächlich ein wichtiger Teil in der Ausbildung, Stichwort Charakterentwicklung. In der letzten Zeit kam das ein bisschen zu kurz. Schuld daran ist wahrscheinlich, dass die Talente in den Nachwuchsleistungszentren zu sehr gepampert wurden. Sprich, sie mussten sich um nichts kümmern, es war wie im Hotel. Gefühlt wurden sogar die Unterhosen gebügelt. Das ist fatal, so sind die Jungs nämlich total unselbstständig geworden. Ganz simpel gesagt, nur wer abseits des Platzes Verantwortung übernimmt, kann das dann auch auf dem Rasen tun. Beim DFB hat man das erkannt, man versucht es abzustellen und die Vereine helfen dabei, so gut es geht. Das beginnt bei total banalen Dingen. In Frankfurt muss zum Beispiel jeder seine Trainingskleidung selbst waschen. Wer es nicht tut, muss halt im stinkenden Shirt trainieren oder darf gar nicht mitmachen. Dazu kommt, auf dem Platz sollen sie Charakter zeigen. Bei RB Leipzig sieht das zum Beispiel so aus, da wird eine Sache insbesondere gefordert. Es ist schon so, dass ich als Trainer jetzt auch keine Ja-Sager brauche. Also ich will dann auch und fordere die Jungs dann auch, dass es selber dann auch mal unbequem werden. Ja, das heißt auch Fragen stellen und auch wissbegierig sind. Ja, und dass sie mich auch wieder herausfordern. Vergessen dürfen wir auf gar keinen Fall das Thema Spielintelligenz. Talente müssen eine Sache kapieren. Blind das zu machen, was der Trainer will, bringt erstmal gar nichts. Jeder muss verstehen, wieso er das auf dem Platz tut, was er tut. Fragen zu stellen ist deshalb das A und O. Der Fußball wird immer komplexer. Neben der Athletik und der Technik braucht jeder Spieler ein taktisches Grundverständnis. Ohne das wird heutzutage niemand mehr ein Profi. Das zeigt, der Trainer spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und ja, auch für die Trainer ist die U19 ein tatsächlich großes Sprungbrett in die Bundesliga. Egal ob Julian Nagelsmann, David Wagner, Christian Streich oder Achim Bayerlotzer, alle haben in der U19 erste Erfahrungen gesammelt. Das ist eine brutal schwere Aufgabe, denn auf der einen Seite geht's, wie gesagt, um die Ausbildung von Talenten. Auf der anderen Seite braucht der Verein aber auch Erfolge. Ein Titel in der U19 ist Imagepflege quasi. Schaut her, wie toll unsere Jungs sind. Das eine passt nicht wirklich zum anderen. Um Erfolg zu haben, müssen nämlich immer die aktuell 11 besten Spieler auf dem Platz stehen. Der Rest fällt hinten runter und bleibt dann in der Entwicklung stehen. Jeder im Kader braucht Spielzeit, Rotation ist wichtig und so verliert man halt dann auch mal das ein oder andere Spiel. Peter Hyballa war früher in der U19 beim BVB, dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen. Er sagt, der Ergebnisfußball steht viel zu stark im Vordergrund. Sein Fazit, die U19-Bundesliga ist die meist überschätzte Liga der Welt. Es fehlt oft laut ihm der Mut, etwas auszuprobieren. Wichtig ist halt, einen Mittelweg zu finden. Und ähnlich sieht das auch, nun ja, mittlerweile Borussia Mönchengladbach. Im Fokus der Ausbildung sollte aber trotzdem dann der Spieler stehen und nicht irgendwelche Meisterschaften oder irgendwelche Pokale, weil der größte Pokal für einen Verein ist, wenn ein eigen ausgebildeter Nachwuchsspieler irgendwann den Sprung im eigenen Verein zum Profispieler schafft. Ja, perfekt auf den Punkt gebracht. Sascha Eickel ist seit einer Ewigkeit Trainer, meistens in der Jugend. Und er hat schon den einen oder anderen Erfolg eingetütet. 2017 wurde er deutscher A-Junioren-Pokalsieger, damals noch bei Eintracht Braunschweig. Klar, die U19 ist ein Sprungbrett in die Bundesliga. Leute wie Kai Havertz, Niklas Süle oder Leroy Sané haben es direkt geschafft. Das sind eben die Top 5% spätere Nationalspieler, aber, und das ist der springende Punkt,
Nicht jedes Talent ist so früh bereit, um diesen großen Sprung zu schaffen. Am Ende gibt es halt plötzlich eine Bruchlandung. Alle Karten als Verein auf die U19 zu setzen, ist, finde ich, komplett falsch. Die Lösung ist eine U23 als wichtigen Zwischenschritt. Falls ihr mehr Infos dazu haben wollt, hier ist ein Video dazu verlinkt, schaut euch das gerne mal an. Bleiben wir nochmal kurz beim Sport. Checkt die Kollegen vom Y-Kollektiv gerne mal aus. Die haben nämlich eine True-Crime-Doku übers Boxen in Hamburg gemacht. Ich persönlich bin kein Boxfan, aber ich habe die Doku trotzdem extrem gefeiert. Also klickt drauf, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.